Mit dem neuen Update sind auch einige neue Schatzsuchen ins Spiel gekommen. Welche das sind und was man da so machen muss, ich erkläre es dir im heutigen Video. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wie eben schon gesagt, heute geht es mal um die Schatzsuchen, die uns als Dripfeed-Content in den nächsten Wochen in GTA Online erwarten werden. Also wichtige Betonung, wir haben aktuell diese ganzen 4 Schatzsuchen noch nicht im Spiel, aber sie werden in den nächsten Wochen eben als kleines Mini-Update immer donnerstags erscheinen. Und ich würde sagen, wir verplempern auch gar keine Zeit, sondern starten direkt mal rein. Und zwar mit der wohl Halloween-Schatzsuche. Und zwar nennt sich diese Jack-O-Laternen. Was im Klartext einfach diese ausgehöhlten Kürbisse sind mit einer Kerze drin, die einfach wie so eine Laterne fungieren. Diese Schatzsuche wird uns vermutlich zum Halloween-Event 2022 erwarten und bei diesem Event geht es eben darum, verschiedene Kürbislaternen auf der gesamten Map zu finden und wenn man da dann eben hingeht, dann hat man die Möglichkeit, die irgendwie einzusammeln oder irgendwas dort zu machen. Wie genau das funktioniert, ist noch nicht so 100% sicher und wenn man die dann eben eingesammelt hat, gibt es am Ende einen kleinen Bonus. Wie das so ganz grob aussieht, habe ich euch ja hier gerade ein Gameplay gezeigt, was nicht von mir stammt, sondern von einem anderen YouTuber. Ich verlinke ihn natürlich auch in der Videobeschreibung, ist ja ganz klar. Und wenn wir diese Schatzsuche eben gemacht haben und 10 von diesen 100 Locations haben, bekommen wir eben die Kürbismaske. Außerdem wird es noch ein Kürbis-T-Shirt geben. Wann man das bekommt, bei wie vielen dieser Kürbisse, kann ich euch allerdings nicht sagen. Und am Ende dieser Schatzsuche, wenn wir also 100 von 100 Kürbissen gefunden haben, gibt es noch vermutlich zumindest ein spezielles Outfit. Warum sage ich vermutlich? Naja, es ist nicht bestätigt. Ich habe jetzt nichts gefunden, keinen Post, wo irgendein zuverlässiger Leaker gesagt hat, ja, das ist auf jeden Fall das Abschlussoutfit. Allerdings müssen wir ja sagen, dass wir wissen, dass es verschiedene Abschlussoutfits geben wird. Und wir wissen, dass es auch immer bei diesen Schatzsuchen ein Outfit meistens am Ende gibt. Wir sehen es ja zum Beispiel im High Roller Outfit, wir sehen es bei dem Action Hero Outfit und so weiter und so fort. Und so ist es vermutlich auch hier, dass wir eben dieses Outfit, diese Mumie bekommen. Denn wenn wir mal ins Coding gucken, welche Outfits es noch geben wird, dann sehen wir hier einmal Bigfoot und wir sehen einmal diese Mumie. Und es ist jetzt nicht sicher, für was wir was bekommen. Allerdings denke ich, wenn wir uns das mal angucken, was passt am ehesten zu Halloween, dann ist es eben diese Mumie. Aber wie gesagt, darüber sprechen wir später nochmal. Als nächstes hätten wir die Schatzsuche der LD Organics Produkte. Ähnlich wie bei den Spielkarten und auch den Actionfiguren müssen wir hier 100 LD Organics Produkte eben einsammeln. Und wenn wir das geschafft haben, erhalten wir am Ende eben von Lamar ein bisschen Merch. Und das ist jetzt echt ernüchternd, denn wir bekommen nicht den Weed Yoga, also nicht diesen geilen Truck oder diesen geilen Van, den wir ja auch in den ganzen Franklin Lamar Missionen fahren. Mal wieder eine verpasste Chance von Rockstar Games, erst recht, wenn man sich überlegt, dass dieser Weed Yoga jetzt einfach geblacklistet wurde, also es ist noch schwieriger an den ranzukommen. Verstehe ich nicht ganz, es wäre eine super Möglichkeit gewesen, die Leute hätten es gefeiert und es wäre kein Aufwand für Rockstar gewesen. Deswegen verstehe ich es hier wieder nicht, warum Rockstar Games es uns so schwer macht. Es zeigt einfach zu 100% die Laune oder so das, was Rockstar Games aktuell macht. Und zwar viele Chancen haben und dann keinen davon schaffen. Die dritte Schatzsuche, und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir es Schatzsuche nennen können, aber das dritte Event, welches wir uns noch erwarten dürfen in nächster Zeit, ist das Fallschirm-Event. Im Prinzip funktioniert das ganz ähnlich wie die Fallschirmsprünge in der externen Lobby, aber eben in der Open Lobby. Und zwar haben wir dann irgendwann, wenn dieses Event gestartet ist, diese Häuschen hier von diesem Energy Drink, den wir ja auch schon mit dem Contract CSC bekommen haben, diesen Junk. Und wenn wir da eben hingehen, gehen wir in so eine Hütte rein mit einer kleinen Animation und dann sind wir auf einmal in der Luft und jetzt machen wir eben Fallschirmsprünge in der Open Lobby und bekommen am Ende eben ein bisschen Geld dafür. Ob es am Ende davon auch irgendwelche besonderen Gegenstände gibt oder sowas, ist bisher unklar. Und die letzte Schatzsuche, über die wir ja sogar schon ein extra Video gemacht hatten, aber wo wir noch ein paar neue Informationen bekommen haben, ist die Schatzsuche für die M16 oder das Dienstgewehr, wie es auf Deutsch heißt. Irgendwie klingt das Ding mit Service Carbine auf Englisch deutlich cooler. Naja, also wir haben ja bereits über diese ganzen Locations gesprochen gehabt, wo man hingehen muss, um eben ein Event zu triggern, der diese 5 Waffenteile einsammelt und am Ende schaltet man die frei.
Das ist auch richtig, ist allerdings aktuell noch nicht aktiv, sondern wird erst in den nächsten paar Wochen kommen. Was aber interessant ist, es wird noch eine zweite Möglichkeit geben, an diese Waffe ranzukommen. Und zwar durch eine, wie soll ich sagen, durch eine sehr, sehr interessante Variante dieses Jobs. Und zwar gibt es ein kleines Event, welches ebenfalls zufällig getriggert werden kann, dass wenn ihr einfach durch die Open Lobby fahrt, auf einmal so einen blauen Kreis auf der Minimap findet. Und wenn ihr da eben hingeht, dann seht ihr, dass dort eben ein Verbrechen aufgedeckt wird von ein paar Officern. Und wenn ihr da hingeht, habt ihr eben die Möglichkeit, diese Waffe einzusammeln. Wenn ihr es gemacht habt, bekommt ihr auch noch $50.000. Ja, in der Regel seid ihr dann relativ schnell tot, wie man im Gameplay sieht. Aber ihr habt dann eben diese neue Waffe freigeschaltet. Dieses Event ist wohl ziemlich selten. Es ist auch eben zusätzlich zu dieser neuen Map. Aber wie bei allen Schatzsuchen werde ich auch nochmal ein ausführliches Video dazu machen, sobald sie dann wirklich verfügbar ist. Und dann euch nochmal genau zeigen, wie ihr die auch am Ende am einfachsten bekommt. Eine ganz andere Sache, über die wir trotzdem mal reden wollen und die eben hier thematisch am besten reinpasst, sind zwei neue Outfits, welche wir in den nächsten Wochen erhalten werden, wo aber noch nicht so 100% klar ist, wo und wofür wir diese Outfits bekommen. Ich habe so meine persönlichen Vermutungen, aber es ist eben nicht ganz sicher. Und zwar sind das diese beiden Outfits hier. Einmal hätten wir die Mumie, sieht wirklich ziemlich krass aus, könnte was mit Halloween zu tun haben vielleicht, sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr heftig aus und ich bin gespannt, ob wir darauf dann auch das Alien-Outfit draufkriegen oder so, wäre sehr cool. Und dann hätten wir das zweite Outfit und zwar wäre das Bigfoot. Bigfoot haben wir ja bereits im Story-Modus haufenweise zu Gesicht bekommen. Es gibt auch im Online-Modus eine Möglichkeit, mit diesem zu spielen und zwar mit den Peyote-Pflanzen. Da gibt es dann eine bestimmte Uhrzeit, eine bestimmte Location und so weiter. Aber keine Angst, die Peyote-Pflanzen sind aktuell eh nicht im Spiel. Insofern habt ihr da nichts verpasst. Tja, diese Outfits werden uns also auch in den nächsten paar Wochen und Monaten erhalten. Ich persönlich bin sogar noch gespannter auf die Mumie als, um ehrlich zu sein, auf Bigfoot, weil Bigfoot ist jetzt nichts ganz Neues, das kennen wir schon aus dem Story-Modus und so, aber die Mumie ist halt wirklich ein komplett neues Outfit, feiere ich extrem. Aber wie gesagt, hier ist noch nicht so ganz klar, wofür wir das Ganze bekommen. Sobald wir hier neue Informationen haben oder es natürlich live ist, diese Events und wir die Sachen bekommen können, werde ich selbstverständlich euch darüber informieren. Aktuell sind diese vier Schatzsuchen noch nicht von Rockstar Games freigeschaltet, es kann sein und eure Kumpels haben zum Teil wahrscheinlich auch durch irgendwelche Fehler im System diese Outfits vielleicht sogar schon frei oder einige dieser Events spielen können, das ist wie gesagt aber nicht von Rockstar Games so geplant. Und wenn ihr diese beiden Outfits feiert, dann feiert ihr vielleicht auch unser aktuelles Crew-Outfit. Ich habe, weil jetzt viele Leute gefragt haben, heute Vormittag mal ein Video dazu hochgeladen, wo ich euch genau gezeigt habe, wie ihr das Crew-Fahrzeug mit den Formel-1-Reifen, das Crew-Outfit und so weiter und so fort bekommen könnt. Wenn ihr wollt, checkt es doch sehr, sehr gerne ab. Ich verlinke es euch in der Infokarte oben rechts und dann seid ihr auf jeden Fall für unseren nächsten GTA Online-Livestream bestens gewappnet. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Schatzsuche in GTA Online. Ist immer, finde ich, eine ganz coole Sache. Wann Rockstar Games das reinbringt, steht allerdings in den Sternen oder vielleicht auch auf irgendwelchen Zetteln bei Rockstar Games. Ich hätte mir gewünscht, dass sie wenigstens ein oder zwei Schatzsuchen bei Release reingebracht haben, aber irgendwie Dripfeed ist irgendwie so das Hauptthema von dem aktuellen Update. Nun gut, das soll es jetzt aber auch wirklich mal mit dem neuen Video gewesen sein. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, lass gerne gratis einen Daumen nach oben. Da koste ich nur ein paar Millisekunden und mir hilft es wirklich weiter. Ansonsten teile das Video gerne mit all deinen Freunden auf Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat, was weiß ich, was es noch alles so gibt, TikTok und so weiter. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag, ein schönes Restwochenende. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.